In letzter Zeit sollen Kunden und Kundinnen der Sparkasse wieder vermehrt Phishing-SMS, kurz Smishing, erreichen. In den Nachrichten heißt es etwa, dass das Push-TAN-Verfahren ablaufe und wer weitere Überweisungen tätigen wolle, müsse auf beigefügten Link klicken und sich in sein Konto einloggen. Wir sind als Sparkasse mit über 400.000 Kunden und Kundinnen immer wieder von Phishing-Angriffen betroffen, erklärt Sparkassensprecherin Sarah Schmoll gegenüber den Nürnberger Nachrichten. Trotz aller Warnungen auf der Homepage der Bank, den sozialen Netzwerken und Co. käme es immer wieder zu Schadensfällen. Wie genau kann man sich vor Angriffen schützen? Genau hinsehen. Eine fehlerhafte Grammatik oder eine seltsame Absenderadresse sind Warnzeichen für eine Phishing-Nachricht. Auch Links zu angeblich sicherem Bezahlverfahren bei Portalen von Kleinanzeigen seien gefährlich. Grundsätzlich sollte es also vermieden werden, auf Links in Mails zu klicken, wenn man sich unsicher ist. Wer dennoch in die Falle getappt ist, sollte sein Konto sofort über den Notruf 116 116 sperren lassen und seine Bank informieren.